Hallo, meine lieben Jungfrau Geborenen, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer neuen Wochenenergie für die Woche vom 16. bis zum 22. Mai 2022. Ich habe die Karten schon springen lassen und würde auch gleich in die Deutung für euch gehen. Es sind eine ganze Menge Karten für die lieben Jungfrauen in dieser Woche rausgesprungen und ich versuche das hier mal kurz zusammenzufassen für euch. Es ist gut möglich, dass in dieser Woche, wundert mich aber nicht, bei der Rückläufigkeit eures Herrscherplaneten Merkur, dass es hier Blockaden, Komplikationen bezüglich der Kommunikation des Internets geben wird. Also stellt euch da wirklich auch Verzögerungen und Schwierigkeiten ein. Es kann auch gut möglich sein, dass hier Gespräche, Verhandlungsgespräche, ne, einfach nicht stattfinden. Oder dass es hier Blockaden gibt in Bezug des Verständnisses, ne? Also das ist ja typisch rückläufige Merkurenergie. Es ist auch gut möglich, dass E-Mails, Nachrichten gar nicht bei euch ankommen, ne? Also schaut da wirklich mal genauer, auch mal im Spam-Ordner schauen oder nochmal nachfragen, wenn ihr auf eine Nachricht oder eine E-Mail wartet, ne? Dann habe ich hier auf der anderen Seite bei der einen oder anderen oder bei dem einen oder anderen Jungfraugeborenen, es ist gut möglich, dass ihr in dieser Woche noch mal ganz massiv mit alten Zweifeln, mit alten Ängsten konfrontiert werdet. Gerade wenn ich das hier sehe, die neuen Schwerter, das Thema, ja, dunkle Gedanken, die ihr euch aber selber macht, alte Ängste, alte Zweifel, ne? Viele könnten sich fragen, Mensch, wo ist denn hier eigentlich so meine König der Münzenergie, ne? Also dieses bodenständige, stabile, dieses selbstsichere, ne? Also es kann gut sein, dass ihr euch in dieser Woche immer noch mal auch ein bisschen abgemattet fühlt. Auch die nervlichen Belastungen, ne? Die Vögel stehen für mich auch für die Nerven. Aber, ne? Jetzt nicht in Panik verfallen, weil die restlichen vier Karten aus dem After-Tarot zeigen, dass ich der Meinung bin, dass ihr hier ganz viel loslassen werdet. Ne? Wir haben durch die 8 Kelche, durch die 10 Stäbe und durch die 8 Schwerter alles Loslassenergien. Durch die 8 Schwerter, ihr verlasst eine Situation, die euch nicht mehr gut getan habt. Ob das jetzt wirklich eine Situation ist, ein Mensch ist, ein Arbeitsverhältnis, ob das eure eigenen Gedanken sind, alte Muster, rückläufiger Pluto, bringt uns ja auch noch mal selber massiv in alte Verletzungen und in alte Themen rein. Ihr geht aus dieser Situation raus. Situationen, in denen ihr bisher immer die Last alleine getragen habt, Schuldgefühle, Verantwortungsbewusstsein. Ihr prüft in dieser Woche genau und ihr schafft es auch endlich, euch nicht mehr alles aufzuladen. Na, die Jungfrau, der dienende Charakter der Jungfrau, ne, die sich ja für alles und jeden verantwortlich fühlt, in dieser Woche macht ihr dann Cut. Ihr habt die Schnauze voll. Ihr kommt hier in eure neue Kraft und Stärke. Ihr verbindet euch wieder mit eurer inneren, unabhängigen Energie. Ihr wollt wieder in die Lebensfreude kommen. Na, ihr zähmt euren, ja, euren inneren Löwen. Und Löwen können natürlich auch ja, total beschützend für andere sein und. Aber diese Karte sagt für mich, ihr fangt an, euch selber zu beschützen. Ihr kommt hier in eine selbstfürsorgliche Energie und befreit euch dadurch, ne, aus alten, ja, inneren Gefängnissen, Muster, die euch eingeengt haben, wo ihr kaum atmen konntet, ne? Ob das jetzt wie auf dieser Karte durch jemanden stattfindet, der euch hier unterstützt, oder ob das zum Beispiel euer innerer Helfer ist oder euer inneres Kind oder der innere Erwachsene ist, spielt keine Rolle. Aber ihr werdet hier Hilfe und Unterstützung bekommen, dass ihr euch aus Situationen, die euch nicht mehr gut getan haben, ihr geht und ihr befreit euch aus dieser alten Energie der Zweifel, Reue, Schuldgefühle, ja. Gerade hier hin und her gerissen zwischen Herz und Verstand. Was tut mir gut? Was sollte ich tun, damit sich andere gut fühlen? Da habt ihr keinen Bock mehr drauf. Ihr achtet auf euch, ihr geht in die absolute Selbstfürsorge. Ne? Also an sich ist das wirklich für euch, bin ich der Meinung, auch eine Woche der starken Selbstreflexion und natürlich auch eine Woche, wo ihr im Außen sehr präsent sein werdet, aber eher durch diese Energie, dass ihr Dinge völlig anders machen werdet, als es die Menschen bisher von euch gewohnt waren. Ne? Und
Es kann auch gut sein, dass ihr euch durch diese Dreierkonstellation hier oben noch mal ganz explizit aus der Öffentlichkeit zurückzieht, um eben hier diese Transformationsprozesse und Loslassprozesse durchzuführen für euch, um eben wieder in eure Kraft und Stärke zu kommen. Es geht für euch nur noch um das ausgewogene Prinzip. Ihr wollt euch nicht mehr ausnutzen lassen. Ihr wollt Fairness, Ausgewogenheit. Ihr wollt respektiert und gesehen werden. Und ihr wollt hier vor allem wieder in die Königin oder König der Stabenergie, ne? Also Stabilität, Selbstbewusstsein, Bodenständigkeit, ne? Da wollt ihr wieder hin. Aber ich bin auch der Meinung, das schafft ihr. So, ihr lieben Jungfrauen, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Bleibt mir alle schön gesund und ich wünsche euch ganz, ganz viel Energie und Kraft für diese wahnsinnstransformativen Energien hier, ne? Bis zur nächsten Woche.